Ja, wir sollten hier nicht sein. So, zurück hier. Und willkommen zu einem Part Baldur's Gate 3. Hier ist eine Tür. Können wir da irgendwie durch? Nicht wirklich. Dann gehen wir mal wieder einen anderen Weg, wo wir hergekommen sind. Unterstadtruinen. Ich fürchte, wir müssen da lang. Dass die Unterstadtruinen sind. Dann müssen wir wahrscheinlich sucht die Morde. Steht des Imperators. Dann müssen wir wahrscheinlich hier hoch, um zum zu verdammten Urin-Versteck zu kommen. Hier unten. Wir können es nochmal hier unten versuchen, aber wir können ja schnell reisen. Da müssen wir mal ein bisschen. Da müssen wir da durchrennen. Das ist eine Möglichkeit, das wird einfach mal. Das können wir ja sagen, das war einfach mal. Versuchen zu skippen. Ein loser Stein. Unvollständiges Tagebuch. Nicht mal mit. Hier geht's nicht weiter. Hier ist eine Tür. Die könnten wir zumindest mal probieren. Wahrnehmung fehlgeschlagen. That water looks tainted. Better to avoid it. Verlassene Zisterne. Hier scheint es was zu geben. Können wir irgendwie drüber, ohne das Wasser zu berühren? Ätzende Brühe. Ja, ich meine, das bringt uns nicht um. Wenn wir nicht darin baden. Ich hätte mal speichern sollen vielleicht. Dann tue ich das jetzt mal. Dass wir ein freundliches Wesen treffen, wird hier wahrscheinlich. Das glaube ich eher nicht. Seems like a good moment to talk. Just as I was getting bored, our Lord sends us a little diversion. Wir können hier ein bisschen trainieren. Scheint jetzt nicht ganz so schwere Gegner zu sein. Da kommen die Krähen. Ich fürchte, wir müssen da hinten durch. Und da finden wir auch einen Weg, uns irgendwie durchzuschleichen. Haben wir noch einen Unsichtbarkeitstrank dabei? Ich bezweifle es stark, aber. Naja. Den Fehlschlag. Ist ja fantastisch.
Warum steht G hier drüben? Hat sich nicht rüber getraut oder was? Na toll, jetzt ist das Schlachtfeld verteilt auf den ganzen Raum. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Allerdings hat das bisher nur mit einem Rahmen zu tun. Das ist vielleicht von Vorteil für ihn. Okay, Rahmen schlachten. Damit kommen die jetzt ja alleine klar. Feature davon. Sehr schön. So nämlich. Schade. Hätte ich besser machen können. So schlimm sind die aber auch nicht, die wir haben. Und wo holen die jetzt hin ab? Ach, da unten ist auch noch einer. Ah, ist so ein verdammter Ninja. Keine Ahnung, wie wir die ausgeschaltet kriegen. Hier ist zum Glück nur einer von denen. Die Rahmen soll nicht unser Problem sein. Wenn die Menschen ausgeschaltet haben. Kriegen wir die Raben auch noch hin. Krähen sind's. Verzeihung. Try me. Hinter dir. Ich glaub's ja nicht. Schade. Taste my fury. One can't always be a gentleman. Stufe 3 sollte doch reichen, oder? Ja. Da war es nur noch der Ninja. Barnes. Wie soll man den jetzt schaffen, wenn er unsichtbar ist? Ein gutes Ziel. In Position. Kennt irgendjemand von uns Unsichtbares sehen? Dann
Wir können halt wenig tun, außer uns in Sicherheit bringen. So viel haben wir Schaden, haben wir jetzt auch nicht genommen. Erstmal durch die Säule verlaufen. Wenn du Feigling mal ein bisschen länger am Leben bleiben würdest. Zu weit entfernt. Wir können halt nicht aufs Etwa. Das ist ja dumm. Kann ich irgendwas? Okay, dann geht. Kann ich irgendwie was, um den sichtbar zu machen? Sind das Flüstern, Magier und. Verwandeln die Kreaturen in harmlose Schaf. Person beherrschen, das wäre auch mal. Aber dazu muss er erstmal Feuerball. Kann ich auch, okay. Dazu muss erst mal da sein. Ein Schaf würde ich gerne mal versuchen. Ding. Was können wir gegen den machen? Der Wasserspiegel. Wo? You won't be hurting for long. Das hätte nicht viel gebracht. Ich weiß nicht, was das bringen sollte. Vielleicht können wir anders angreifen, während natürlich nicht. Irgendwas Unsichtbares sehen. Und leider gar nicht.
eine Gaswolke kümmern werden. Damit können wir hier. Oh, das könnten wir drüben gebrauchen. Hier drüben sehr nützlich werden. Wird verdammt hilft. Verdammt gut werden. Irgendwann müsste sich doch zur Kinn geben. Klingenbann. Nebelschritt. Ach Scheiße, jetzt lass mal bleiben. Verlagern wir den Kampf zumindest nach hier unten. Was für ein Scheiß ist das denn? Mich hier mal umschauen. Das ist knapp unmöglich. Okay. Where do I go from here? Best be on my way. Kommen wir hier unten irgendwo durch? Irgendwas zu sehen hier? Nö, dann gehen wir einfach wieder zurück. Mal gucken, ob der hier noch angreift. Ansonsten eine Wolke mal zurück. Das habe ich schon fast kommen sehen. Ist jetzt natürlich ein bisschen nicht mal abgezogen hier lang. Noch hier den geraden Weg. Time to press ahead. Aha, ätzende Brühe. Wie weit können wir damit fliegen? Nach unten können wir fliegen. Okay, ist einfach nur noch Gas.
Jetzt wirklich nichts Interessantes, oder? Da drüben auch nicht wirklich. Was sollen die Scheiße? Wir können die halt keinen Kratzer ver... ohne eine Fähigkeit, was sehen zu können. I've got it. Vielleicht versuchen wir mal darüber zu kommen. Swift as my feet can carry me. Das ist ein wahnsinnig unspannender Kampf. Ja, nichts Spannendes. Nur ein paar Söldner. Ist sie gerade am schnellsten unterwegs? Hm. Ist auch so recht weiter. Knees high. Den Kampf bestimmt fahren. Verlassen einfach. Im Bar hauen. Very well. Swift and lethal. Make way. Rough tempest I will raise. Diese Attacke hätte ich mal im letzten Part wissen müssen. Haben die nur beschränkte Unsichtbarkeitszeit oder geht das auch immer so? Geht das für den ganzen Kampf? Weil, wenn man die nicht sehen könnte, kann man die nicht angreifen. Wird schmierig und stinkt da hoch zu klettern. Aber wäre ein Weg vielleicht hinaus, könnten wir den Kampf unterbrechen. Another step forward. Wahnsinnig spannend heute. Vielleicht finden wir heute heraus, dass wir da lang müssen. Wie geht's denn hier lang? Geht's da wieder hoch die Treppe? Hier waren wir reingekommen. In der Mitte könnte man hier noch gucken. Nach links gehen. Kala ist draußen.
springt sie auch wieder runter. Flimm-Frachtkeller. Aha. Und ein Kerker. Ach, hier waren wir schon mal. Hier sind wir durch das Frachthaus, dann hier runter und da sind wir hier nicht lang gegangen. Da wäre ein Eingang gewesen. Okay, hier waren wir schon mal. So ein Hintereingang durch die. Jetzt sind wir wieder im Kampf. I wonder if this is worth the cost. Wir sind gerade dran. Victory awaits. Dann gehen wir wohl hier entlang. On the move. Wenn da oben rein und wieder raus und wieder rein, dann vielleicht auch eine Möglichkeit. Oder das Spiel vielleicht auch austricksen. Das war den Kampf verlassen. So rüber hier. Wir können gar nichts machen, wir können auch nicht schubsen, wir können nicht. Wenn der unsichtbar ist. Ein Lichtzauber und was machen könnte. Aber so. Breathe deep and move. Was machen wir denn hier? Gehen wir wieder da hoch. Kannst ja nicht ewig verfolgen, oder? Jetzt ziehen wir den Kampf durch die ganzen Katakomben. Nicht genug Platz. Dann Sprint. Let's light them up. Schlecht, der ist sogar unsichtbar. Count on me. Still breathing, despite everything. Bewegen wir uns jetzt so den Rest des. With haste. Das Spiel ist vor. Aus dem Kampf fliehen. Wäre eine Idee. Wir versuchen könnten. Okay. So dachte ich es eher nicht, aber auch gut. Die anderen sind jetzt noch im Kampf, oder was?
So habe ich das noch nie gesehen. Wenn sie alle aus dem Kampf fliehen, ist der Kampf vorbei. Können wir mal eine lange Rast einlegen. Warte kurz, ich muss was machen. Mit Karlach reden. Copper for your thoughts. Schade, nix. Mit Lezio reden. Is something burdening you? Ich möchte über Orpheus reden und wir werden wieder Bedtime. Wäre mal wieder was. Ich will den Part ein bisschen spannender machen. What about him? Gesagt, ob es da war, das hatten wir das schon. Very well. Dann noch drüber geredet. Perhaps if I'm in need of relief. Until then, I'll enjoy watching you squirm from the anticipation of it. Aha. Astarion. Need some Aktion mit dem. Ich würde wissen, dass die Casador die Opfer, die gebracht habt, blutige verwandelt hat. Sie waren Opfergaben für das Rappel-Ritual. They were alive. All this time, they were just hidden under the palace. Hells. After two centuries, Casador still had new horrors to reveal. What did you do with the poor wretches? Ich habe ihrem Leid ein Ende bereitet. Ich habe sie in die Obhut einiger Monster hinein gelassen. Sie haben gewartet, als ich gegangen bin. Was hätte ich denn tun sollen? Habt ihr bis Schuldgefühle? God help them. But perhaps they'll find some kind of peace at the end of all of this. Still, this will take some getting used to. Casador being gone. I just need some time to let it sink in. To figure out what it means now that he's gone. Lass dir Zeit. Thank you. And thank you for what you did. I thought Casador's story would end with more of a bang than a whimper, but well, you did end it. I'm grateful. Hatten wir das nicht schon? What's on your mind? Ja, Misstrauen und so weiter, ja, hatten wir das schon. Na, dann machen wir einen langen Rast und dann zurück in. Die Finsternis der Kanalisation. Ich fürchte, wir müssen da. Wir müssen da durch den. Da habe ich ein Tor gesehen. Durch den Weg. Sind wir jetzt gleich wieder im Kampf? Unterstützungsorganisation. Sind wir hier wieder aufgetaucht?
Das Gebiet haben wir noch nicht erkundet. Hier ist eine Tür. With a flick of the wrist. Na, das könnte geklappt haben, ja. Hat geklappt. Mit der Geschicklichkeit des eines Genoss. Oh, das ist ein Fahrstuhl. Noch ein Weg nach oben. Nee, das ist kein Fahrstuhl, das ist eine Fähre. Alle mit drauf hier. Okay, du auch. I applaud your taste. No one back home will ever believe this. Welche Richtung wollen wir denn? Da hoch. Da lang würde Sinn machen. Kämen wir hier an. Weiter geht's dann nicht, wie es ausschaut, aber nun ja. Besser als nichts. Hm? Wen haben wir denn hier? Ich dachte, das ist ein Spiegelbild. Luna Estelion. Ah, a friendly face at last. Zumindest die Frisur. Die Frisur und die Figur. So ein bisschen von weitem. Eine Feier in der Kandidatur. Welcher Feier meint ihr? Ich bekomme so viele Einladungen. Bezweifle doch sehr, dass ihr dorthin geht, wo ich hin will. Ah, of course. The party's a secret. Don't worry, I'm in the know. The venue's called The Palace. Not sure what it stands for, but it sounds very exclusive. My date's supposed to meet me here, but there's no sign of him. You haven't seen him, have you? Pale, skinny, extremely piercing eyes. Individual descriptions could refer to many things, but taken together, she can only be referring to something vampiric in nature. It's funny. He was ever so keen for me to come. He didn't seem the type to cancel. Astarion, der Trauerhausarrest. Ihr könnt vom Glück reden, entkommen zu sein. Euer Freund ist ein Vampir. Welcher Typ schien er denn zu sein? Hat er gesagt, welche Art von Feier es sich handelt? Vielleicht hat er ja den Appetit verloren. A vampire? No, he wasn't. Was he? Safe, Astarion. Why am I still here? He could have had me by the neck any time he liked. Ich bin mir nicht sicher, ob das ist. Er sah eher wie ein Elf aus. Das war Astarion. You think something's happened to him? You know what? I might give this party a miss. Plenty more fish in the Chionthar, as they say. If you see him, don't tell him I was here. Just tell him I wasn't ready to be in a relationship. I'm sure he'll understand. Das kann ich bei Astarion verstehen. Warte mal hier, ich ist nur noch ein bisschen später. Wo geht sie hin? Da waren wir auch noch nicht. Jetzt sollten wir hier folgen. Ich nehme wirklich alles mit. Naja, nicht alles. Better not be cursed.
Dieser Spruch beunruhigt mich auch immer wieder. Jupiter, don't be cursed. Abgrund. Leere Kisten. Sollten wir nachgucken, was drin ist. Leere Kisten. Was? Die sind leer? Nein. Steinmauer. Aha. Düsterer Abstieg. Tessa, du hast ver- Oh! Und hier ist sie lang. Hier ist sie. Hier ist unser Elfen lang gegangen. Ein weiterer Eingang. Organisation. Düster Aufstieg. Da mache ich mir doch Sorgen, dass die hier lang gegangen ist. Die haben wir gerade tot. Tja. Zum Glück lebt Casalo nicht mehr. Da kennen wir nichts mehr. Alles, was wir schon haben. Hier weiter können wir nicht. Dann geht's auch nicht weiter. Interessanter kleiner Ausflug. Gute Sache. Have a lot on my mind and well in it. Du kommst mit. What to do? Immer da drüben noch mal. Wir dort ein Erkundungspart. Die waren wir nämlich auch noch nicht. Ach du Schande. That's curious. Fürchte, das läuft hier darauf hinaus, dass wir hier da hinten lang müssen. Wir haben Flüchtlinge beschossen. Das finde ich aber nicht so toll. Guck mal, das ist doch ein Sprengfass. Dumm, dass ich nicht zuerst dran bin. Dumm, dass ich nicht auf das Fass gefeuert habe. Wow. So nämlich. Another day, another fight.
Kanach ist als nächstes dran. Die hauen ganz schön rein. Was ich gerade sagte. Ach, das braucht's gar nicht. Kein Spitzchen. Steht mir im Weg. Gute Nacht. Wenigstens noch Pfeife schießen. Vielleicht nicht. Das geht's doch nicht. Lebt von denen unten noch jemand? Die sind aber schnell weg. Und wie sind die weg? In die Brut können sie nicht weg sein. Bring mal Heilung auf mich selbst. Was soll man hier hinterlassen? Something good here, I hope. Mörderischer Schnitt. 7 bis 13 Schaden. Es gibt vielleicht ein bisschen Geld. Das hat ja wenig gebracht. Armbrust. Was nenne ich die Mehrzahl von Armbrust? Armbrust. Armbrüste. Armbrusts. Armbrustalino. Okay, das sieht nicht so gut aus. Sieht brandgefährlich aus. Entschärfen. Das sieht brandgefährlich aus, also. Schädliche Dämpfe, Feuer. Da drüben gibt's was, gibt's eine Tür. Da will ich hin. Oh, ich habe doch eine Dimensionsportalsache. Bringt ja gar nichts.
Was kann das überhaupt? Schade, das haben wir auch noch nicht ausprobiert. Da konnte ich nicht. Nebelschutz. Seems like the best way. Ich hoffe, die anderen folgen nicht. Salutations. Okay, kann sich hier Nebelstadt verwandeln. Dazu. Yes, of course. Erstmal reinlatschen. Kranach macht keinen Scheiß. Doch, sie macht Scheiß. Kranach. Punkte sind nicht erreichbar. Weißt du was, Kranach? Das hat dich doch nie aufgehalten. Ja. Einfach durchlatschen. Oh no, da war ein Questmarker. Das ist nicht die... die geheime Tür zum... zum Imperator-Versteck. Bitte was? Warum verkecken war das hier? Doch, das ist es. Natürlich ist es Gift. Das war nicht, wo die Gefährten waren, oder? Loot dann mal. Open up. Wenn wir die Leiter hochgehen, dann sind wir bestimmt beim Kifianki. Jetzt sind wir jetzt ein paar Level stärker geworden. Die waren, mal unendlich stark. Ich weiß nicht, ob die gewachsen sind. Einmal speichern hier, bevor wir hochgehen. Invasionspläne für Baldur's Tor.
Eine Karte von Baldur's Tor, auf der die Oberstadt, die Unterstadt und die Vorstadt des Hinaus nach Würmburg zu sehen sind. Außerdem ist der Graue Hafen und den näheren Verlauf des Jontar. Können wir die mitnehmen? Was eine Karte ist. Logischerweise müssten wir die Karte doch jetzt haben. Karte der Schwertküste. Na dann rauf hier. Ich glaube, das endet tödlich. My old home. Thank you for bringing me back. Look around. You'll find some of my things still intact. Perhaps even useful to you. Und es vergammelt. Alkohol. Dobesowski. Das war kein guter Alkohol. Making me sweat. Und jetzt schon wieder nüchtern sind. Warte, können wir mit ihr reden? What's on your mind? Schade. Weiter Fisch. Ein Rucksack. Ein weiterer. That's curious. Irgendwie Angreifer hier. Ein Rezept. A recipe for fiddlehead soup. A favorite meal. When I had need of meals like that. Let's have a look. Hier ist nicht mehr viel genießbar. Kleiderschmuck des Imperators. Bücherschmuck des Imperators. Oha! Hübsch, hübsch. Überladen. Natürlich. Immunität gegen verängstigt. Du kannst dich nicht verängstigt. Du kannst nicht verängstigt werden. Fliehen Schutz, wenn ein Träger mit seinem Gedanken schon nach infiziert ist, hält er plus 1 auf Intelligenz, was er zu Charisma-Würfer. Nachteil bei Heimlichkeitswürfen. Und die Handschuhe. Kann sie die tragen? Im Umgang mit schwerer Rüstung geübt. Wie kann sich er üben? Steht ja aber auf jeden Fall. Findet Kampfrausch. Na, das ist ein bisschen blöd. Aber. Gewährt Kampfrausch keinen zusätzlichen Schaden. Widerstand gegen physischen Schaden oder Vorteil bei Rettungswürfen. Es ist schon. Es ist scheiße, aber. Oha. Das
Das Ding passt zu mir. Hier muss ich halt in der Rüstung üben. Ja, ein Kampfrausch habe ich glaube ich eh nie genutzt. Ich werde mal schauen, wie gut die, wie schlecht die im Kampf ist. Dadurch oder. Ich gebe das hier erstmal. Böser Blick. In dem Bücherregal ist nur eine Schriftrolle. Was ist hier? Bestimmt. Sieht es da auch Anatomie von Gedanken schon dann. Müssen wir mal lesen. Aus Forschungen gewonnene Erkenntnisse. Gedankenschinder müssen die Gehirne von Humanoiden verzehren, um am Leben zu bleiben. Es ist der Akt des Verzehrs eines Humanoid-Gehirns, ruft einen Zustand der Euphorie hervor und trägt zu der dünnen Schleimschicht bei, die die Haut eines Gedankenschinders überzieht. Manche Forscher behaupten ja, dass sich anhand der Viskosität dieses Schleims feststellen lässt, wie lange der Verzehrvorgang des Gedankenschinders her ist und sogar wie es um den Gesundheitszustand des Opfers bestellt war. Um das Gehirn von Gedankenschindern ist kaum etwas bekannt. Manche sind überzeugt, dass ihre Schädel mit Eiern gefüllt seien, die später zu den Larven werden, mit denen sie ihre Opfer knechten. Andere glauben, das Gehirn sei tatsächlich ein Bündel reiner Zerebralnerven. Gedankenschnur sich durch das Verpflanzen von Larven Menschen fortpflanzen. Geschlechtsteile bei ihnen im Grunde überflüssig, aber das könnte sich aufgrund fehlender schriftlicher Berichte nicht verifizieren. Ja, die es versucht haben. Nun ja. Und klärt sich von selbst. Sollte mal eine kurze Rast machen. Bevor wir hier reingehen. Ich habe da so ein ungutes Gefühl. Ja, die sind so weit entfernt wie Versteck. Wie sieht's mit der Partyzeit aus? Ja, ich würde mal sagen, stürzen wir uns im nächsten Part hier mal rein. Hier haben wir wenigstens Zugang zu den Portalen. Das ist nicht schlecht, das bringt Vorteil. So von hier aus kam, waren wir ordentlich am Arsch, weil wir hier durch mussten. Vielleicht schaffen wir es mal hier jetzt. Ich sehe hier 1, 2, 3 Gegner. 4, 5. Die sind jetzt nicht so schwer. 59, 80, ich kann aber unheimliche Kräfte. Hier unten sind mega stark. Wir müssen erstmal die Portale schließen, weil durch die Portale kommen andere herein. Gut, schauen wir mal im nächsten Part. Jetzt können wir gleich mal austesten, was die Rüstung mit Karlach macht. Ja, wird spannend. Und dann geht's zurück in die Abwässer. Und dann schon mal. Vermutlich, ja, ich fürchte schon, da müssen wir da finden wir irgendwie einen Weg, dort hinten durchzuschleichen. Bisher haben wir hier nur Wege nach oben gefunden. Die Befürchtung liegt nahe, dass wir da irgendwie durch müssen. Aber Unsichtbarkeitsdrang haben wir, glaube ich, nicht mehr, aber wir haben hier schon mehrere Wege gesehen, hier den Nebelschritt, den okay, kann sich in eine Wolke verwandeln. Das kriegen wir vielleicht irgendwie hin. Mal schauen. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.